So, Kinder, das hier sind die Hausaufgaben für morgen. Mhm, ja. Freddy, du hast schon 2 Striche. Wenn du deine Hausaufgaben noch einmal vergisst, dann bekommen deine Eltern eine Mitteilung von mir. Hm? Und das muss doch nicht sein. Auch wenn heute Nachmittag endlich wieder schönes Wetter angesagt ist. Erst kommt die Schule, dann die Freizeit. Bei mir ist das genau andersrum, Caro. Finn, ich würde sagen, das sieht man deutlich an deinen Schulnoten. Streberin. Finn, Caro, könnt ihr bitte aufhören zu reden? So, wo war ich noch stehen geblieben? Ach ja, also ich persönlich bin ganz froh, dass das schreckliche Unwetter vom Wochenende vorüber ist. So einen Sturm habe ich lange nicht erlebt. Bei unseren Nachbarn ist ein riesiger Baum umgestürzt und quer auf die Straße geknallt. Lenny, solche Schäden hat es in der ganzen Stadt gegeben. Überall hat es geblitzt und gedonnert. Hier an der Schule ist auch einiges kaputt gegangen. Wartet bitte einen Augenblick. Ihr habt gleich in der letzten Stunde Musikunterricht bei Herrn Hosbach. Nun stöhnt doch nicht. Herr Hosbach ist ein sehr netter Lehrer. Aber sein Unterricht ist langweilig. Also Jonas, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt genießt eure kleine Pause. Anna, Jonas, Caro und Finn, kommt doch bitte mal etwas näher zum Lautsprecher. Bei euch im Klassenraum ist gerade ein enorm hoher Geräuschpegel. Er liegt derzeit bei exakt 85 Dezibel und damit deutlich über dem Durchschnitt aller Klassenzimmer in diesem Landkreis. Dezi, was? Das Wort kenne ich nicht. Caro, was ist das? Keine Ahnung. Um diese Frage beantworten zu können, müsste ich meinen Superheldenanzug anhaben. Ohne den weiß ich leider auch nicht alles. Leute, Frau Kleinitz hat eben von Sturmschäden an der Schule gesprochen. Und leider hat es auch den Schulgarten hinter der Turnhalle erwischt. Was? Oh nein! Der wurde doch erst vor den Sommerferien in der Projektwoche von der 2C mühevoll angelegt. Einige Pflanzen sahen schon richtig toll aus. Davon ist nichts mehr übrig. Herr Maulhart ist leider krank und kann die Sache nicht in Ordnung bringen. Deshalb wollte ich euch darum bitten. Ihr dürft dafür sogar eure Superkräfte benutzen. Das wird viel Zeit sparen und der Garten kommt schnell wieder in Ordnung. Dann schlage ich vor, wir kommen am frühen Nachmittag zurück in die Schule. Direkt nach dem Mittagessen. Dann dürfte keiner mehr hier sein und wir können in Ruhe alles in Ordnung bringen. Es gibt da nur ein Problem. Wenn Mauli nicht in der Schule ist, kann uns auch keiner ins Gebäude lassen, damit wir in den Schultoiletten die Anzüge holen können. Die Schule wird ja abgeschlossen sein. Nein, das wird sie nicht. Heute Nachmittag findet im ersten Stock ein Nachhilfeunterricht für Zweitklässler statt. Es sind nur eine Handvoll Kinder, aber seid trotzdem vorsichtig, dass ihr nicht entdeckt werdet. Okay, dann treffen wir uns alle um Punkt 15.30 Uhr an den Schultoiletten. Um 15.30 Uhr betraten alle 4 gemeinsam das Schulgebäude. Wie von Chad vorausgesagt, war die Eingangstür nicht verschlossen. Jonas und Finn begaben sich zu den jungen Toiletten, Anna und Caro zu den Mädchentoiletten. Finn, ich finde es immer noch echt krass, dass wir durch Drücken dieser Kachel hier die Toilettenwand drehen können. Jonas, setz dich doch mal auf die Schüssel und dann kannst du sehen, was auf der anderen Seite der Wand ist. Oh, bist du verrückt? Das mache ich nicht. Nachher komme ich da nicht wieder raus. Na so, und jetzt drück schon. Na gut. Und los geht's. Öffne den Schrank. Und dann rein in die Anzüge. Schau mal. Hier auf dem Board, da liegt irgendwas. Das ist ein Schlüssel. Hallo Finn, hallo Jonas. Wie ich sehe, habt ihr den Schlüssel bereits gefunden. Wofür ist der? Das ist ein Generalschlüssel. Er passt für alle Türen in der Schule und sogar für die Turnhalle. Ihr könnt also in Zukunft überall rein und wieder raus, wann immer ihr wollt. Aber ihr dürft es natürlich nur, wenn ihr einen offiziellen Superheldenauftrag von mir bekommen habt. Galaktisch! Außerdem möchte ich euch bitten, heute nach eurem Einsatz die Eingangstür der Schule gut abzuschließen, damit nachts keiner rein kann, der hier nichts verloren hat. Wird erledigt. Jungs, nicht erschrecken, wir sind's. Hey, ihr seid Mädchen. Ihr dürft nicht ins Jungsklo. Sehr witzig. Außerdem bin ich unsichtbar.
Ihr würdet es nicht mal merken, wenn ich heimlich reinkäme, während ihr auf der Toilette seid. Stimmt. Sag bloß, du warst schon mal heimlich hier drin. Nee, daran habe ich nun wirklich kein Interesse. Hey Leute, wir haben einen Auftrag zu erledigen. Lasst uns endlich anfangen. Ich habe folgenden Plan. Jonas, du fliegst zu mir nach Hause, denn unser Nachbar ist Gärtner und hat jede Menge Saatgut, Blumenzwiebeln, ein paar kleine Topfblumen und auch bereits gewachsene Pflanzen. Er hat meinen Eltern immer wieder angeboten, dass wir alles von ihm nehmen dürfen, was wir gebrauchen können. Die meisten Sachen lagert er hinterm Haus neben seiner Terrasse, direkt an unserem Gartenzaun. Du fliegst jetzt ein paar Mal hin und wieder zurück und bringst alles her, was du tragen kannst. Okay, aber was soll ich sagen, wenn er mich sieht? Der denkt doch, ich würde die Sachen stehlen. Nein, er kommt immer erst abends um 7 von der Arbeit und er lebt allein. Es ist also niemand da. Wenn ich nachher wieder zu Hause bin, werde ich bei ihm klingeln und ihm erklären, dass wir einiges für unseren zerstörten Schulgarten ausgesucht haben. Da hat er sicher nichts dagegen. Und was soll ich machen? Du nutzt deine Stärke und hebst jede Menge neuer Pflanzlöcher aus. Anna und ich sammeln die kaputten Blumen und Pflanzen ein. Und wenn du fertig bist, Finn, beginnen wir, alles, was Jonas uns gebracht hat, einzupflanzen. Das klingt vernünftig. Ganz genau, Finn. Und wenn du mit den Löchern fertig bist, kannst du schon die ersten Blumen gießen, die wir in der Zwischenzeit gepflanzt haben. Sie brauchen viel Wasser zum Anwachsen. Du bist der Einzige von uns, der die Gießkannen vollgefüllt tragen kann. Ja, das stimmt. Aber woher bekomme ich die? Es stehen 2 große im kleinen Schuppen am Schulgarten. Hey, ich kann auch 4 auf einmal nehmen. Oder 8. Kannst du nicht. Es gibt nämlich nur 2. Ach, schade. Ganz am Schluss haken wir dann gemeinsam die ganze Fläche. Und dann sieht alles schon mal wieder ganz hübsch aus. Erst recht, wenn die anderen Pflanzen irgendwann auch noch gewachsen sind. Toller Plan, Caro. Aber wozu bin ich unsichtbar? Damit keiner sieht, wie du schwitzt, Anna. Oh, wär bloß nicht frech. Los, fangen wir an. Okay.